Das Wort erhält jetzt Herr Abgeordnete Dr. Scheuerl. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrter Herr Bürgermeister Scholz und sehr geehrter Herr Senator Neumann. Hamburg hat eine Chance auf Olympische Spiele, darauf Austragungsstadt für Olympische Spiele 2024 oder 2028 zu werden, wenn es sich gemeinschaftlich mit Berlin bewirbt. Ich will Ihnen das kurz darlegen. Es ist im Moment offenbar nicht allen geläufig, wie das Verfahren für eine Bewerbung nach der Olympischen Charta aussieht. Es ist nicht so, was hier bei den Vorrednern teilweise durchklang, als wenn Hamburg und Berlin sich in dem allein für das Verfahren der Bewerbung mit rund 50 Millionen je Bewerbung vom IOC kalkulierten Kosten bis zur Wahl durch das IOC schlängeln könnte und am Ende vielleicht den Zuschlag bekommt. So läuft das Verfahren nicht. Das Verfahren nach der IOC-Charta ist klar. Das NOC, also das Nationale Olympische Komitee, muss entscheiden, welche Stadt als Bewerberstadt vorgeschlagen wird. Pro Land darf nur eine Stadt ins eigentliche Verfahren gehen. Das IOC entscheidet erst ganz am Schluss. Das heißt, wir haben jetzt Budapest, vielleicht noch weitere Bewerberstädte, aber es wird nicht dazu kommen, dass irgendwann in einigen Jahren das IOC über eine Bewerbung zwischen Hamburg und Berlin entscheidet, sondern diese Entscheidung muss vorab getroffen werden. Und man müsste also dann jetzt überlegen, welche Stadt denn den Vorzug bekommt. Wenn Hamburg sich schon jetzt gemeinsam mit Berlin bewirbt, wäre Hamburg auf jeden Fall in der Endentscheidung dabei, denn das NOC würde selbstverständlich eine solche gemeinschaftliche Bewerbung, wie sie in Artikel 34 der Olympischen Charta ausdrücklich vorgesehen ist, natürlich dann auch in das Verfahren des IOC einspielen. Hamburg wäre dabei und könnte am Schluss für viele spannende Wettbewerbe Austragungsort werden. Das eigentliche Risiko besteht aber doch in Folgendem. Hamburg hat zurzeit 30 Milliarden Schulden. 30 Milliarden Schulden bedeutet, dass schon heute und morgen und übermorgen jeden Tag die Hamburger Steuerzahler rund 1 Million an Zinsen erwirtschaften müssen. Dieses frohe Fest der Olympischen Spiele kostet nach den überschlägigen Schätzungen, die der Senat in seinem Konzept jetzt vorgelegt hat, an operativen Kosten mindestens 6 Milliarden Euro. 6 Milliarden Euro, wenn Hamburg diese Spiele allein austrägt. Da soll ein teures Olympiastadion in der Hafencity gebaut werden, was anschließend wieder auf 20.000 Plätze zurückgebaut werden soll. Da soll im Osten der Hafencity ein olympisches Dorf gebaut werden für viele Millionen, was anschließend als Wohnung dienen soll. Aber vor allem werden hier in Hamburg, wenn das stattfindet, Bauten gebaut, die es in Berlin längst gibt. Berlin hat ein Olympiastadion und andere Sportstätten. Hamburg hat wiederum Sportstätten, die Berlin nicht hat. Es ist also doch in der heutigen Zeit und bei der Verschuldung von Hamburg und der noch um ein Vielfaches höheren Verschuldung von Berlin völlig abwegig, zwei hochverschuldete Städte streitig gegeneinander ins Rennen um die Olympischen Spiele zu schicken, wenn beide zusammen Synergieeffekte heben könnten. Beide zusammen könnten viele Baukosten sparen, beide zusammen könnten, wie es gute Tradition ist, wir haben die Olympischen Spiele von München gehabt mit den Segelwettbewerben in Kiel. Kiel profitiert noch heute davon. Und selbstverständlich könnte man ein solches gemeinsames Austrägen zwischen Berlin und Hamburg ohne weiteres mit allen positiven Effekten auch für unsere Stadt durchziehen. Deswegen appelliere ich an den Senat und an Herrn Neumann und alle, die beteiligt sind, Gespräche doch bitte schön aufzunehmen. Sie können schon jetzt mit dem NOC sprechen, Sie können schon jetzt mit den Vertretern in Berlin sprechen und so eine gemeinsame Bewerbung, wo alle ihr Bestes mit ins Rennen schicken, wird am Ende auch erfolgreich sein. Wenn das nicht passiert, passiert Folgendes. Dann läuft dieses teure Bewerbungsverfahren mit Kosten von vielen Millionen allein für die Bewerbung auf ein Alles-oder-nichts-Spiel heraus, ein teures Alles- oder ein teures Nichtsspiel. Und das brauchen wir nicht. Wir können in die Bewerbung, wir können mit Berlin zusammen erfolgreich sein. Lassen Sie es uns anpacken. Vielen Dank.